Unsere Welt wird immer digitaler. Dadurch werden wir immer stärker vernetzt, besser informiert und produktiver. Doch mit stärkerer Nutzung digitaler Technologien fühlen sich Menschen auch zunehmend digitalem Stress ausgesetzt, mit negativen Folgen für die körperliche und geistige Gesundheit. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die zu digitalem Stress führen. Beispielsweise die ständige Überflutung mit Informationen oder die Unzuverlässigkeit von IT, die zur Frustration führen. Wie stark solche Situationen als stressig wahrgenommen werden, hängt von den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Was die einen als Herausforderung deuten oder problemlos meistern, überfordert andere. Je nach Einzelfall kann dies Stresssymptome auslösen, wie erhöhten Puls und die Ausschüttung von Stresshormonen. Langfristig bewirkt digitaler Stress dann nicht nur Unzufriedenheit und verminderte Produktivität, sondern auch Gesundheitsbeschwerden und einen erhöhten Krankenstand. Doch es gibt geeignete Maßnahmen, um digitalem Stress entgegenzuwirken. Auf der technischen Ebene können verstärkt benutzerfreundliche Technologien eingesetzt und gefördert werden. Organisationen können Maßnahmen wie Schulungsangebote oder einen Helpdesk anbieten, um bei Fragen und Problemen zu unterstützen. Und auch für Individuen selbst gibt es Strategien, die Auslöser von digitalem Stress zu erkennen und zu reduzieren. Die Verbesserung der eigenen digitalen Kompetenz kann zusätzlich beim Umgang mit digitalem Stress helfen. Mit der Erforschung von digitalem Stress und dessen Prävention tragen wir dazu bei, dass sowohl Unternehmen wie auch Mitarbeitende vom Einsatz neuer Technologien profitieren. Für mehr Produktivität, zufriedenere Beschäftigte und ein gesünderes Arbeitsumfeld. Helfen Sie mit, unsere digitale Arbeitswelt gesünder zu machen. Wollen Sie mit uns den Diskurs zu digitalem Stress bereichern oder mehr zu dem Thema erfahren? Dann sprechen Sie uns an.